Es war eine lange, kalte Zeit. Du wohntest nah und doch so weit. Du warst damals in der DDR und ich dachte, ey, wie schön das wär, wenn die Mauer fällt. Ja, das wollen wir sehen. Spätestens am 30. April wurde geguckt, wo die Fahne ist. Die Fahne hatte im Maschinenhaus im Schrank zu liegen und sie wurde dann geholt und in der Küche nochmal ganz gründlich übergebügelt und dann wurde sie am 1. Mai morgens hochgezogen. Hiddensee, eine kleine bezaubernde Ostseeinsel. 500 Menschen, keine Autos. Jedes Jahr ist auch hier der 1. Mai Kampf- und Feiertag. Es ging eigentlich nicht ohne eine Maifeier und eine Mai-Demonstration. Das war ein festgeschriebenes Gesetz. Die Fahrräder wurden geschmückt für den 1. Mai mit Maigrün und den ersten Blumen, die es im Garten gab, wenn es denn schon welche gab. Manchmal war der Winter lang auf Hiddensee. Wir hatten zum ersten Mal eine Mikrofonanlage auf Hiddensee, weil ich mich geweigert hatte, mich auf eine Fischkiste zu stellen und von da zu sprechen. Das Ehepaar Hörens hat den höchsten und wohl schönsten Posten auf der Insel, als Leuchtturmwärter. Frau Hörens ist zudem Abgeordnete im Kreistag. Am 1. Mai 1981 soll sie den Hiddenseern die Festrede halten. Und da wurde mir natürlich so ein bisschen ängstlich zumute. Aber 4 Wochen vor dem 1. Mai kam dann eine Redekonstruktion ins Haus. Und zwar aus Berlin. Die Losungen des Kampftages schreibt die führende Partei im Staat, die SED, den Leuten vor. Die Partei hat immer recht, auch auf Hiddensee. Ingeborg Hörens bekommt klare Richtlinien. Naja, das Hurra, 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 was ja nicht fehlen durfte. Die Freundschaft zur Sowjetunion und die Planerfüllung und. Naja, und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich bei mir gedacht, ganz so muss es ja nicht sein. Die anderen Leute merken das ja auch, dass das wieder dasselbe ist vom Vorjahr. Und dann habe ich mir meine Rede selber entwickelt. Habe natürlich das, was unbedingt kommen musste und was allgemein interessant war, übernommen. Aber ansonsten habe ich meinen Hiddenseern meine Rede zusammengestellt. Und das Ende war immer, es lebe der Frieden und der Sozialismus und. Das war das Ende. Über 10 Millionen Menschen sind in der gesamten Republik auf den Beinen. Ein Volk auf der Straße. Bilder, die die SED inszeniert. Erich Honecker, seit 10 Jahren im Amt, ist der Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Der Partei. Ohne sie geht gar nichts in der DDR. Das Machtzentrum hieß Honecker in jeder Richtung. Also innerhalb der Partei, innerhalb des Staates, innerhalb der Schutz- und Sicherheitsorgane, innerhalb der also in allen gesellschaftlichen Bereichen. Die SED lässt die Bürger nach ihrer Pfeife tanzen. Ein immer wiederkehrendes Ritual überall in der kommunistischen Welt. Kinder danken dem Parteichef für die gute Politik. Auch solche Huldigungen organisiert sich die SED selbst. Die Kleinen sind Pioniere. Für die Größeren gibt es die FDJ, in der fast alle Mitglied sind. Die Kaderreserve der Partei. Wenn man jetzt aus der Sicht der Führung der Partei sieht, waren sie Organisationen, die den Auftrag hatten, junge Leute, Kinder, im Geiste des sozialistischen Patriotismus, des Internationalismus, zu erziehen, letztlich an die DDR zu binden. Und auch, und das war vor allen Dingen auch in den 80er Jahren so der Fall,
diese Bindung DDR hieß gleichzeitig die Bindung an die SED und an ihre Führung, speziell auch an Erich Honecker persönlich. Honecker ist überall die Nummer eins. Erster Mann seiner Partei, erster Mann im Staat, Chef des Nationalen Verteidigungsrates. Er stützt sich auf einen Parteiapparat mit 44.000 hauptamtlichen Mitarbeitern. Sein Machtzentrum liegt in Berlin, der Hauptstadt der DDR. Alle wichtigen Entscheidungen fallen hier und werden dann über ein ausgeklügeltes Befehlssystem nach unten verteilt, bis zu den Parteisekretären, die es in allen Betrieben und Wohngebieten gibt. Parteiversammlung. Meistens am Montag, einmal im Monat, überall im ganzen Land. Hier treffen sich die SED-Mitglieder eines Baubetriebs unter der Leitung ihres Parteisekretärs. Jeder achte DDR-Bürger ist Genosse. Parteiversammlungen dienen der Diskussion, der Schulung und der Kontrolle der Mitglieder. Abweichler von der Parteilinie oder von gesellschaftlichen Normen stehen hier am Pranger. Heute hat es den Genossen Hölzl erwischt. Aber auch im Kollektiv selbst ist der Aufruf, wir fangen bei uns selbst an, nicht ohne Auseinandersetzung über die Bühne gegangen. Auch konnte sich unser Genosse Hölzl nicht mit der Initiative der Jugendbrigade identifizieren. Das beweist seine Bummel sowie Krankenstunden, sodass wir als Parteigruppe parteiratierische Maßnahmen einleiten werden. Gibt es irgendwo im Land ein Problem, erfährt es die SED-Zentrale sofort und reagiert. So melden Genossen Anfang der 80er Jahre aus drei Bezirken Engpässe bei der Fleischversorgung. Eine politisch heikle Situation. Berlin erstellt deshalb umgehend Argumentationspapiere und schickt das Material in die Provinz. Es soll den Genossen an der Basis Hilfestellung leisten, wenn die Bürger unliebsame Fragen stellen. Diese internen Angelegenheiten, die wurden alle über Kurier gemacht. Ja, und wenn dort Verschlusssachen kamen, da kam ein Wartburg-Kombi, da saß ein Polizist mit drin und die waren bewaffnet. Dort waren die Beschlüsse drin, die waren zugeschlossen, versiegelt, richtig mit Siegellack. Hochgetragen zum ersten Sekretär und die sind da aufgemacht worden und dann sind sie gelesen worden und dann erst verteilt. Da muss man sich vorstellen, das war ein zehnseitiges Pamphlet. 10 Seiten, geurmigt, Schreibmaschine, vervielfältigt. Dann war Punkt 1, Frage, warum gibt es kein Fleisch? Antwort. Und so weiter und so fort. Und dann sind diese, was man sagen könnte, ja, in Fragmenten. Ein Fragment ist ja, was nicht zu Ende geschrieben ist. Ne? Und das war dann auf 10 Seiten und das haben wir durchgearbeitet und haben versucht, da ein Referat draus zu machen. Eine Vorlage, eine Gesprächsvorlage, mit denen wir in die Betriebe sind, in die Grundorganisation und haben den Parteisekretären dann, oder der Grundorganisation zur Parteiversammlung ein Kurzreferat gehalten und versucht zu erklären, warum gibt es kein Fleisch. Siegfried Reiß ist politischer Mitarbeiter der SED-Kreisleitung Gotha. Die Wahrheit, warum es denn nun kein Fleisch gibt, erfährt der Parteiarbeiter nicht. Er hat sich an die Argumentationshilfen aus Berlin zu halten. Es gab sicherlich, wir mussten das exportieren und dann gab es eine Schweinepest und was weiß ich, da ist irgendwas erfunden worden. Da gab es richtig Zwischenrufe, ja, ihr seid dran schuld, da gab es richtig, von Genossen. Da gab es richtig und wir haben dann, bleibt mal ruhig und wir können da auch, ich kann da und so weiter. Und da mussten wir schon ganz an die Grenzen gehen, ja, der Belastbarkeit und dann zu argumentieren und man hat sich auch manchmal ganz schön schlecht gefühlt dabei. Jeden Morgen um Punkt 8, Treffen mit dem Abteilungsleiter für politische Arbeit. Versammlungen in und außerhalb der SED-Kreisleitung, Delegiertenkonferenzen, Parteitage. Die Reden der führenden Genossen müssen ausgewertet und diskutiert werden. Der Arbeitstag von Siegfried Reiß ist ausgefüllt. Der Genosse muss außerdem Vorbild sein, und zwar in allen Lebenslagen. Ich habe mindestens 6 oder 7 Gespräche mit meinem ersten Sekretär gehabt, weil ich nicht verheiratet war. Ich habe mit einer Frau zusammengelebt, mit Kind. Also wir haben ein gemeinsames Kind gehabt, sie war Lehrerin und Pionierleiter. Und ich war nicht verheiratet und das war unschicklich. Ja, es war gegen die sozialistische Moral. Ja, in wilder Ehe zu leben. Ne? Ich habe mal zu meinem ersten Sekretär gesagt, ich habe schon so viele Restriktionen und Sachen, die ich erfüllen muss, weil ich
meine Persönlichkeit eigentlich der Partei zur Verfügung gestellt habe. Und das war nun mal so in der DDR, dass man da sehr vereinnahmt worden ist. In jeder Hinsicht. Und dass ich gesagt habe, das letzte Jahr, das kann mir keiner abnehmen, auch nicht die Partei. Frau Wild, ich melde die Klasse Gespäß zum Physikunterricht bereit. Danke. Setzt euch. Meldung von unten, Anordnung von oben. Auch in der Schule wird nicht nur gelernt und gespielt. Es gibt überall sogenannte Klassenkollektive, geführt von kleinen Vorsitzenden. Sie werden bevorzugt und gleichzeitig in die Pflicht genommen. Besondere Aufmerksamkeit muss man den Gruppenfunktionären zuwenden. Ihr Ansehen im Kollektiv bewirkt eine Identifikation der Mitglieder mit ihnen. Der Lehrer ist bemüht, dieses Ansehen ständig zu unterstützen und zu heben. Beispielsweise kann er dem Funktionär bestimmte Informationsvorteile verschaffen. Und du kommst bitte mal vor zu mir, Ferdinand. Ferdinand, in 14 Tagen ist ein Elternabend geplant. Ich habe gedacht, dass wir da eventuell ein kleines Kulturprogramm vorführen. Was meinst du dazu? Da könnten wir ja auch das Lied, was wir am Wandertag einstudiert haben, singen. Ja. Bitte berate dich mit deinen Gruppenratsmitgliedern und informierst mich morgen darüber. Alle mal herhören. Ihr kennt doch sicher noch das Lied von unserem letzten Wandertag. Na klar. Was haltet denn ihr davon, wenn wir das in 14 Tagen unseren Eltern vorsingen? Wieso? Weil ich weiß, dass wir in 14 Tagen einen Elternabend haben. Der Lehrer hat also tatsächlich erreicht, dass der Gruppenfunktionär durch den erhaltenen Informationsvorteil und natürlich durch seine Aktivität sein Ansehen festigen konnte. Dieses Muster zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben vieler DDR-Bürger. Auch wer nicht in der SED ist, ist fast immer Mitglied verschiedener Kollektive, zum Beispiel im Betrieb. Man hilft sich, man amüsiert sich, man kontrolliert sich. Und wehe, einer tanzt aus der Reihe. Da merkten wir plötzlich, dass wieder hinter uns das gleiche Auto und vor uns das gleiche Auto fuhr. Wir waren in der Mitte. Und da sagte mein Mann: Jetzt will ich das genau wissen. Und er fuhr rechts in einen Waldweg rein. Und wir verharrten da so 20 Minuten. Und er fuhr dann aus dem Waldweg raus. Und plötzlich tauchte hinter uns das Auto auch wieder auf. Und dann wussten wir es. Da war uns klar, wir wurden bespitzelt. Von morgens bis zum Abend, das war uns dann klar. Bis 1980 lebt Beate Zieten mit ihrem Mann und zwei Kindern ein unauffälliges Leben in Saalfeld. Im Betrieb gibt es, wie von jedem Werktätigen, so auch von ihr, eine Kaderakte. Darin finden sich regelmäßig auch Bewertungen ihrer politischen Haltung und ihres Charakters. Nachteiliges, heißt es da, sei nicht ersichtlich. Doch nachdem die Zietens einen Ausreiseantrag gestellt haben, sieht die DDR-Welt plötzlich anders aus. Für solche Bürger ist in der sozialistischen Gesellschaft kein Platz mehr. Erster Schritt: Günther Zietens Arbeitskollektiv verlangt seine Entlassung. Wir sind nicht länger bereit hinzunehmen, dass unsere Brigade in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung gehemmt wird. Wir bitten den Direktor um Einleitung entsprechender arbeitsrechtlicher Maßnahmen. Und das ist erst der Anfang. Da gab es im Haus zum Beispiel einen, der war halt bei der Staatssicherheit. Das haben wir gewusst. Wir haben auch gewusst, dass er uns beobachtet, dass er auch zu uns in die Wohnung gegangen ist, wo wir nicht da waren, aufgeschlossen. Das Ministerium für Staatssicherheit wird im Volksmund Stasi genannt. Die Stasi ist Schild und Schwert der SED. Hinter diesen Mauern hat Erich Mielke das Sagen. Mielke und seine Männer kontrollieren alle und alles. Ihn kontrolliert nur einer. SED-Parteichef Erich Honecker. Kein Kreisdienststellenleiter hat ohne seinen ersten Sekretär auch noch irgendeine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Kein Bezirkschef
des MFS hat ohne den ersten Sekretär, also in Dresden ohne Motrow, irgendeine Entscheidung getroffen. Und gleich gar nicht Mielke ohne Honecker. Stets habe ich mich bemüht, als Arbeitersohn und Kommunist jeden Auftrag der Partei zu erfüllen. Mielkes Devise ist simpel. Die Stasi muss alles wissen. Über 90.000 hauptamtliche Mitarbeiter haben dafür zu sorgen. Jeder von ihnen ist natürlich Mitglied der SED. Die Stasi spioniert auch im Ausland. Das wichtigste Aktionsfeld ist jedoch zu jeder Zeit die DDR. 173.000 Spitzel, Zuträger, inoffizielle und gesellschaftliche Mitarbeiter liefern pausenlos Informationen. Wer einmal ins Visier gerät, bekommt eine eigene Akte. Darin wird alles festgehalten, was die Spitzel über ihn zusammentragen. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Auf dem Tisch im Wohnzimmer lagen unter anderem schriftliche Unterlagen, Kalender, Zettel mit handschriftlichen Aufzeichnungen. Entsprechend der Zielstellung der konspirativen Wohnungsdurchsuchung wurde das Vorgehen der die Durchsuchung durchführenden Mitarbeiter bestimmt. Wir wussten, wir werden permanent abgehört. Also meine Freunde, die mich kennen, ich habe mich oft am Telefon gemeldet mit dem Bemerken, gehen Sie bitte mal aus der Leitung, hier unterhalten sich zwei Stalinisten. Das war nun doppelt bösartig. Das ging etwa 2 Jahre, bis mir dann der Kreisdienststellenleiter mal gesagt hat, ich möge solche Späße unterlassen. Das mag man nicht. Wir wussten, die Mauer im Rathaus besteht aus einem Drittel Sand, aus einem Drittel Zement und der Rest waren Mikrofone. Die Stasi in Saalfeld eröffnet gegen die ausreisewillige Familie Zieten den operativen Vorgang Krebs. Aufklärung, Verunsicherung, Zersetzung der Familie. So der Plan. Mit viel Aufwand wird die Wohnung der Familie verwanzt. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. So ein bisschen, auch ein bisschen frustriert. Und das Leben spielte sich wirklich mit den Kindern und nur noch innerhalb der Familie ab. Ich habe dann schon mal hinter den Gardinen nach den Leuten geguckt, habe die Leute beobachtet hinter den Gardinen und habe mich auch nicht mehr so offen gezeigt. Über mehrere Wochen wird die Familie rund um die Uhr observiert. Jeder Schritt von Beate Zieten, ihrem Mann und den Kindern genau registriert. Um 9.58 Uhr verließ Krebs römisch 1 mit ihrem Sohn das Haus und beide liefen zur Kaufhalle in der Silvester-Liebstraße. Hier gab sie Flaschen ab. Anschließend ging Krebs römisch 1 weiter in die Sonneberger Straße, wo sie 10.05 Uhr die Bäckerei Grün aufsuchte. Die Familie Zieten verzweifelt mehr und mehr. Sie beschließt, per Post einen Hilferuf in den Westen zu schicken. Die Stasi vermutet Spionage. Also Wochen später klingelte es und meine Schwiegermutter stand vor der Tür. Und in dem Moment kamen zwei Männer. Und die wiesen sich aus, Ministerium für Staatssicherheit. Und ich sollte mich doch anziehen und sollte mitkommen. Das lange und harte Verhör von Beate Zieten bringt der Stasi keine verwertbaren Ergebnisse. OV Krebs wird Ende 82 abgeschlossen. Die Zietens reisen aus.
Der Sozialismus in den Farben der DDR ergraut mehr und mehr. Zusätzliche Probleme bereitet ab Mitte der 80er ausgerechnet der große Bruder im Osten. In Moskau redet ein neuer Generalsekretär erstmals öffentlich von Problemen und fordert mehr innerparteiliche Demokratie. Auf dem 11. Parteitag der SED bekommt Genosse Gorbatschow viel Applaus. Einige sehen ihn als Hoffnungsträger. Viele erwarten nun Reformen auch für die DDR. Aber hinter den Kulissen bremst die Führungsklicke um Honecker alle Hoffnungen aus. Auch die Partei geriet ja in ein völlig neues Spannungsfeld in der Diskussion. Zustimmung zu Gorbatschow, Zustimmung zu Perestroika, Ablehnung, wie auch immer. Und ich glaube, es fehlte einfach an der Analyse, am Mut zu sehen, wie die Entwicklung wirklich war im Land, welche Probleme die Menschen bewegten und sich zu gefallen in der Art und Weise, wir machen alles richtig. Berlin folgt nicht Moskau. In der DDR bleibt alles beim Alten. Liebe Delegierte, unsere Sozialistische Einheitspartei Deutschland feiert ihren 40. Geburtstag. Und wir Pioniere sind stolz darauf, euch, liebe Genossen, gerade heute unsere Grüße überbringen zu können. Herzlichen Glückwunsch! Immer mehr Menschen reicht es. Die Gotteshäuser füllen sich. Aus der Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre entwickelt sich eine immer stärker werdende Opposition. Die Alleinherrschaft der Partei wird mehr und mehr in Frage gestellt. Bürgermut gegen die Staatsmacht. Konkret wird gefragt, wie stellt man sich einen Demokratisierungsprozess in der DDR vor? Wann gibt es bei uns Wahlen mit mehreren Kandidaten? Ich möchte hierzu noch Folgendes sagen. Wir haben das, was sich zum Beispiel in der Sowjetunion jetzt vollzieht, immer unterstützt. Wir haben auch... Aber unser Schiff zieht seinen geraden Kurs fest und stolz dahin bis zum Ziel. Und ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht wird, leben wird unser Programm. Es wird die Welt der erlösten Menschheit bringen, trotz alledem. Trotz alledem, Bittbrief einer Frau. Werter Genosse Honecker, seit 2 Jahren suche ich eine Schreibmaschine. In meiner Verzweiflung habe ich nun an Sie geschrieben. Vielleicht können Sie mir einen Tipp geben, wie ich zu einer Maschine komme. Ich würde sie mir abholen, wo es auch sei. Mit Eingaben erreichte man oft mehr, als mit einer Art und Weise, sich sonst seine Ansprüche oder seine Ansprüche durchsetzen zu wollen. Eingaben wurden sehr ernst genommen. Aus der Eingabenwelle wird eine Flut. Die Briefe an Honecker werden den Parteiarbeitern in den Kreisleitungen übermittelt. Die sollen sich darum kümmern und die Probleme vor Ort lösen. Die hatten richtige Sprechtage, wie wenn sie zum Zahnarzt gehen, richtig mit Öffnungszeiten. Und da war immer 1, 2, 3 Mitarbeiter abgestellt, die diese Leute empfangen haben. Die haben da richtig an der Wand gesessen, auf Stühlen, reingebeten, Problem angehört, aufgenommen, in die einzelnen Abteilungen weitergeleitet zur Bearbeitung. Ich sage mal, ein profanes Beispiel, es kam einer und sagte, ich pass auf, ich will ein Auto. Ansonsten könnt ihr mich am Arsch lecken, ich habe das Parteibuch. Wenn ich das Auto nicht kriege in dem nächsten halben Jahr, könnt ihr das Buch nehmen und könnt es euch sonst wohin schieben. Halle, Ende der 80er Jahre. Die Umweltvergiftung und der katastrophale Zustand vieler Innenstädte im Land werden zum Sinnbild für den Verfall des Staats. Die SED kann ihn nicht aufhalten. Wut und Widerstand regen sich. Mehr und mehr Unzufriedene versuchen, endlich etwas zu tun. Denn es sind ihre Städte, die hier zusammenbrechen.
Nicht weit entfernt, im Mansfelder Land, wollen Dorfbewohner ausgerechnet ein altes Adelsschloss vor dem Abriss bewahren. Also samstags ging es dann früh los, um 6 Uhr wurde die Sau gestochen. Dann wurde immer ein Spruch gesagt, also wenn die Sau auf der Leiter hängt, wird der Erste eingeschenkt. Und zwar haben wir gesagt, wir müssten jetzt mal ein Schlachtefest machen für die Leute, die uns wohlgesonnen sind, die uns immer unterstützt haben. Das waren ja so Städter, das war der Herr Kleinschmidt aus Halle, der Herr Kowalski aus Halle, das waren ein paar Künstler. Und das war auch ein richtiger Gaudi, die kannten das ja nicht, nur vom Hörensagen. Das gehörte eben zur Schlossrettung mit dazu, ein Schlachtefest zu organisieren für die Leute, die eigentlich immer die Dresche bekommen haben von den Behörden. Aber dass ich dann ein Schwein schlachtete für Baumaterial, für Schloss, also da hat meine Frau gesagt, wenn das so weitergeht, dann bringe ich dir das Bett ans Schloss, dann kannst du da unten schlafen. Ja, fast das Gefühl, du bist mit dem Schloss verheiratet. Das alte Gemäuer im Tal von Oberwiederstedt war einst das Stammhaus derer von Hardenberg. Der Dichter Novalis wurde hier geboren. Seit 1981 verfällt das Schloss. Die SED-Führung des Kreises Hettstedt gibt es 1987 zum Abriss frei. Wir brauchen dieses Schloss nicht mehr. Es ist für uns, so dachten wahrscheinlich die damalig führenden Politiker, nicht unbedingt das Gelbe vom Ei als Schloss. Und der Novalis als Frühromantiker war für die immer ein blaublütiger Spinner, so war der allgemeine Tenor. Und da hat man sich gesagt, was soll's, dieses Schloss kann weg. Ein paar wagemutige Widerstädter jedoch trotzen der staatlichen Abrissbirne. Die letzte Kneipe im Ort hat dicht gemacht. Jetzt wollen sie wenigstens ihr Schloss behalten. Als Versammlungsort, zum Feste feiern, weil es zu ihrem Dorf gehört. Die Widerstädter krempeln die Ärmel hoch und fangen an. Es war auf alle Fälle ein Phänomen, dass junge Menschen, die 10, 12, 13 Jahre alt waren und eine Handvoll Erwachsene, sich an so ein Objekt rantrauen, was wirklich nicht nur viel Geld kosten würde, sondern auch viel Kraft abverlangt, viel Freizeit, ohne dass jemand mit einem FDJ-Lied auf den Lippen gesagt hat, mach da was. Oder ohne, dass ein Befehl von oben kam. Einfach so spontan fangen die da an. Einfach so geht nichts im Sozialismus. Woher sollen Steine, Farbe, Mörtel und Holz kommen, damals in der DDR? Aber Gerald Wahrlich hat Ideen. Er weiß, wo es was gibt und vor allem, wie es zu beschaffen ist. Zu 90% habe ich über Telefon organisiert. Und die kleinen Bayer, wenn das nachher soweit war, die Materialübergabe, die nahm ich da mit, da fuhr ich dann vor Ort. Per Handschlag, Rechnung kriegst du geschickt, aber hier ist was zu essen, macht euch ein schönes Abendbrot mit der Mutter. Habe ich einen Kofferraum aufgemacht vom Trabi und dann ging das eigentlich alles sehr schön über die Bühne. Das war so ein herrlicher Duft aus dem Kofferraum. Das hat mir so viele Türen und Toren geöffnet. Also, da waren Steine, die waren Sorte 2A, die waren für den Hamburger Elbtunnel ins westliche Ausland gedacht. Die habe ich umgelenkt zum Schloss Widerstedt. Also wir hatten dort, ich hatte also Dinge am Haken, das lief einwandfrei. Das Schloss wächst, Schubkarre für Schubkarre. Sehr zum Ärgernis der örtlichen SED-Führung. Die Partei nicht an der Spitze der Bewegung, sondern Zaungast? Die kleinen Parteibonzen nehmen Wahrlich ins Visier. Er ist selbst Genosse seit 85. Ich habe zum Beispiel hier reingeschrieben, am 25. Februar 89 haben mich wieder von der Arbeit geholt, musste zur Parteikontrollkommission nach Hettstedt, schweres Verhör mit Agitationssekretär Lampe, SED-Chef Warenbrett und Ratsvorsitzender Radestock. Wollten mich aus der Partei schmeißen, habe ihnen gesagt, ich bin freiwillig rein und gehe auch freiwillig wieder raus, dieser Armleuchter. Aber Gerald Wahrlich zieht seinen Kopf wieder aus der Schlinge und meistert auch diese Klippe. Er wendet sich direkt an die hohen Herren der SED in Berlin. Du schreibst einfach, werter Genosse Honecker, ich habe das und das Problem, wie denkst du darüber? Ich fand dort überall Gehör und es wurde auch immer höflich geantwortet. Und wir kriegten dann überall grünes Licht. Im Frühjahr 89 der erste Erfolg.
Das Foyer des Schlosses ist fertig. Das war schon ein Phänomen, dass sich so alt und jung auf der Basis Schlossrettung sich sehr gut verstanden, dass wir da also einen gemeinsamen Konsens gefunden haben in dieser Aufgabe und auch in das Feiern von Festen. Wir haben gesagt, wir tun nicht nur Feste arbeiten, wir tun auch mal Feste feiern. Überall im Land laufen die Vorbereitungen zur Kommunalwahl auf Hochtouren. Gewählt wird regelmäßig, damals in der DDR. Es soll ja möglichst demokratisch aussehen, auch wenn keiner eine echte Wahl hat. Im Schloss wird das örtliche Wahllokal eingerichtet. Jeder kann mit eigenen Augen sehen, was die Gruppe hier geleistet hat. Für Gerald Wahrlich ist dieser Tag ein persönlicher Triumph. Einen Tag vorher kam der SED-Chef von Hettstedt mit seinem Lada und einem Gefolge in das Schloss. Weil er wusste, also am Sonntag sind die Kommunalwahlen, Samstag kam der ans Schloss, wir haben noch letzte Vorbereitungen getroffen. Und da klopft er mich auf die Schulter und sagt, Wahrlich, das war eine tolle Leistung. Da hat es mich bald von der Bretter gehauen. Also um 180 Grad gedreht. Ein sonniger Wahlsonntag auch in Berlin. Das Ehepaar Honecker kann sich bereits am Morgen über den überwältigenden Wahlsieg freuen. Schließlich wird nichts dem Zufall überlassen. Das Westfernsehen erklärt es ganz genau, was in der DDR alles eine gültige Ja-Stimme ist. So sieht eine Ja-Stimme aus. Man braucht nicht einmal einen Stift. Stimmzettel falten und ohne Umschlag ab in die Urne. Selbst das Durchkreuzen oder schriftliche Zusätze können als Ja-Stimme gewertet werden. Bestenfalls als ungültig. Darüber gibt es keine klare Regel. Und auch das Durchstreichen von einem oder mehreren Kandidaten gilt als eine Ja-Stimme. So kommt ein 99-prozentiges Ergebnis zustande. Wurden zu einem eindrucksvollen Votum für die Kandidaten der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik. Also wenn wir noch 10 Jahre länger existiert hätten, wären wir bei 110% geendet, immer die gleichen Zahlen zu produzieren. Ich habe das 1986 das erste Mal erlebt, nicht verstanden. Andererseits haben Wahlen in unserem selbstverständlich keine Bedeutung gehabt, weil dass ich Oberbürgermeister wurde, war ja nicht von der Wahl abhängig, sondern vom Beschluss im Zentralkomitee. Also das war ja wieder so eine Fassade davor gesetzt für die eigentlichen und tatsächlichen Machtverhältnisse. Doch 1989 hat die Partei die Rechnung ohne das Volk gemacht. Es will nicht länger für dumm verkauft werden. Oppositionsgruppen drängen aus den Kirchen auf die Straßen. Sie stellen die SED als Wahlfälscher an den Pranger. Ich will hier in die Stadtbezirksversammlung von Friedrichshain. Ja, ich hab's versucht. Und die verwehren Sie mir jetzt. Ich habe Abgeordnete gewählt und ich darf jetzt nicht zu Ihnen, ja? Ist doch albern. Wer versteckt sich denn hier, wer vor wem? Sommer 1989. Abstimmung mit den Füßen. In Prag, Warschau und Budapest flüchten DDR-Bürger in die Botschaften der Bundesrepublik. Nur raus und weg wollen sie. Hoffentlich auf Nimmerwiedersehen. Die SED ist geschockt, die Parteispitze schweigt. Was im Land passiert, scheint Erich Honecker nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen. Er vergnügt sich beim Jagen. Im August 89 erlegt er den kapitalsten Hirsch seines Lebens. Noch in der Nacht fahren die ersten Züge gen Westen, über Dresden, durch die DDR. Um die Fluchtwelle zu stoppen, schließt die DDR die letzten Grenzen. Auf dem Bahnhof in Bad Schandau, am Übergang zur Tschechoslowakei, kommt es zu Tumulten. Wer raus will, wird zurückgeschickt, auch mit Gewalt.
Vor allem in Dresden gibt es Gerüchte über weitere Züge, die aus Prag angeblich in den Westen fahren. Viele Ausreisewillige hoffen, aufspringen zu können. Ich bin am 4. Oktober früh aus dem Ausgang gekommen. Ich habe in der Nacht bei meiner Freundin geschlafen. Es war an der Straßenbahn schon eine seltsame Stimmung. Ich bin zwar jetzt selbst nicht provoziert worden oder sowas, aber die Leute waren komisch drauf. Also es war wohl schon teilweise die Nachricht rumgegangen, dass da wohl nachts im Bahnhof Auseinandersetzungen gegeben hat. So, und dann ging eigentlich ein ganz normaler Ausbildungstag vonstatten. Karl-Heinz Reiche ist 19. Offiziersschüler der Bereitschaftspolizei in Dresden. Wie alle seines Studienjahres ist er Genosse. Mitglied der SED zu sein, ist bei den Offizieren von Polizei und Armee selbstverständlich. Die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung, das ist sein Auftrag. Und ich hatte mich für den Ausgang eingeschrieben an dem Tag. Ich wollte 16 Uhr die Kaserne verlassen, also um ein paar Wege zu erledigen. Und ich war auf dem Weg zum Tor und am Tor wurde mir dann gesagt, Ausgangs- und Urlaubssperre. Ziemlich pünktlich, 5:30 gab es einen Pfiff, Einsatzalarm. Mit den LKWs zum Bahnhof gefahren. Dann gab es eine Szene, da fuhr ein Trabant hinter uns her. Ein Mann beugte sich zum Fenster raus und rief, es geht da wohl wieder Leute verprügeln, ihr Schweine. Und das war so der erste Willkommensgruß. Also wir wussten wirklich nicht, auf was auf uns zukommt. Wir hatten auch weder Helm noch Schild, wir hatten nur eine schlichte Schirmmütze auf und diesen Gummiknüppel halt dabei. Und dann hat unser Kompaniechef eine Ansprache gemacht, dass konterrevolutionäre Kräfte am und im und um Bahnhof wären und dass wir jetzt hier die Aufgabe hätten, dort sozusagen für Ordnung zu sorgen. Pflastersteine prasselten auf uns ein und zwar richtig Hunderte. Also da ging es richtig zur Sache. Und da stand dann so ein umgekipptes Auto auf der Straße. 20 Mann lagen dahinter von uns und das hat nur noch geprasselt. Und irgendeiner hat dann gebrüllt, vorwärts. Der Tag X. Für Tage wie diesen haben SED und Polizei Einsatzpläne und Befehlsstrukturen entwickelt. Rund um die Uhr ist die Partei alarmbereit. Dass aber die Konterrevolution nicht vom Klassenfeind aus dem Westen kommt, sondern normale DDR-Bürger gegen ihren Staat revoltieren, überrascht die Führung völlig. Und dann konnten wir auch dann die Leute sehen, die da standen und Steine warfen und demonstrierten, wie auch immer. Und dann kam so ein alter polnischer Wasserwerfer, da gab es wohl 2 Stück, die da standen. Und dann wurde uns gesagt, wir sollen also wenn dieser Wasserwerfer vorgeht, sollen wir dahinter sozusagen mitgehen und dann mit einer Sperrkette die Leute wegdrängen vom Bahnhof. Und dann dieses Gefährt fuhr los und dann blieb es aber irgendwie nach 20 Metern stehen. Es gab dann Situationen, dass Kollegen von uns auf einen Mann, der aggressiv wurde, also auch angetrunken war, und zuschlug, dann mit den Gummiknüppeln zurückschlugen und das ist dann eben auch so ein Problem, dass eben nie eine Ausbildung stattgefunden hat, dann alle 4 auf den Kopf.
20.30 Uhr. Genosse Minister über Lage informiert. Circa 20.40 Uhr. Generalleutnant Neiber ruft an. Eventuell Kampfgruppen und Aufklärungsbataillone. Zusätzliche Kräfte vom Ministerium des Innern zur Sicherung der Bahnhofshalle und des Vorplatzes notwendig. Chef nochmals darauf hingewiesen, dass schnell 300 zusätzliche Kräfte einsetzt. Weisung, Minister. Die Kollegen, die da im der Tür standen, also die dann auch ständig attackiert wurde, die haben dann irgendwann die Pflastersteine zurückgeworfen. Die wussten sich nicht mehr anders zu wehren. Und dass in diesem Steinehagel niemand zu Tode gekommen ist, das ist ein Wunder. Das ist schlicht und ergreifend ein Wunder gewesen. 22.05 Uhr, Chef Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei. 2.13 Uhr, Genosse Minister über Durchfahrt der drei Züge ohne Vorkommnisse informiert. 152 Festnahmen. Dass Nationale Volksarmee und Kampfgruppen zum 60 Einsatz. Verletzte Volkspolizeiangehörige. Zerstörungen auf Videofilm festgehalten. Als sich es dann aufgelöst hat, ein Stück, es war so gegen 1 Uhr in der Nacht, haben wir dann Verpflegungsbeutel gekriegt. Die hat das Hotel Never für uns gemacht. Und da waren neben Apfel und einer Scheibe Brot Bananen drin. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Situation in der DDR. Sitzen nach so einer Nacht 50 Bullen auf dem Straßenrand und essen Bananen. Und dann gab es eine Szene, die mir ziemlich an die Nieren gegangen ist. Dann kam eine junge Frau mit einem Mann, jungen Mann, Arm in Arm, und als sie uns sah, hat sie angefangen zu weinen, hat zu ihrem Freund auch gesagt, ich kann diese Schweine nicht mehr sehen. Und das kam richtig von innen. Und das ging also mir richtig in den Magen, wo ich gedacht habe, also, boah, so sehen die dich jetzt. Also die Wirkung hast du sozusagen mit deiner Uniform auf Menschen rundherum. Und das ging mir ziemlich nah. Ich brauche eine Pause. Kommt hoch. Sektempfang, dann Untergang. Am Anfang war die Partei. Jetzt ist sie am Ende. Das Volk folgt nicht mehr. Es kippt die Funktionäre aus den Sesseln der Macht. Am 9. November 89 fällt die Mauer. Damals in der DDR. Es war eine lange kalte Zeit, du wohntest nah und doch so weit. Du warst damals in der DDR und ich dachte, ey, wie schön das wär, wenn die Mauer fällt. Ja, das wollen wir sehen.